Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, wir haben Glas gestellt und wir wollten unbedingt heute Tanks bauen. Klick mal drauf. So, dann baue ich mal zwei Stück davon. Und das restliche Glas kann ich dann einfach so rausnehmen und pack's auch gleich mal weg. Gut, denn wir möchten heute eine Pumpe bauen. Die muss jetzt, ich schaffe ich das. Ja, ich habe die Pumpe fertig. Cool. Das heißt jetzt aber, ja, ein kleines Problem habe ich natürlich noch. Denn ich brauche ja auch noch Strom. Diese Kleinigkeit ist mir total entfallen beim letzten Mal. Super. Solar, glaube ich, gibt es hier nichts. Oh, oder auch doch. Ein Mechanismus. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die auch das hier steuern. So, aber es gibt ja Wildcraft auch Engines. Oh. Und es gibt nur noch die Combustion Engine. Stirling Engine gibt es hier nicht. Das ist schön. So, was haben wir denn hier noch? Peatfire, Biogas, Blockwork ist aktiviert, Hobbyist, es ist Steam. Commercial Steam. Ja, das heißt, ich muss jetzt mit der Hobbyist Steam Engine anfangen. Okay, das heißt, ich muss zu meinem Zündfeld laufen. War eigentlich, glaube ich. Hier. Ah, ich muss ja auch noch Schilder hinmachen. Merkt ihr schon? Habe ich es auch noch nicht vergessen. Mist. Das ist das Schöne. So, dann heißt es für mich jetzt zwei Pflanzen so. Und wo ist mein Clip-Clap? Da ist er. Die restlichen Pflanzen so. Hier nämlich hoffentlich. Ich brauche jetzt noch zwei Stück, das würde ich aber kriegen. Auch nicht. Da muss ich halt kurz warten, bis die wachsen sind. Zweimal. Dann habe ich das komplette Feld auch voll. So, dann heißt es jetzt, wir jumpen mal schnell zurück. Jetzt gleich sehen, was da alleine schon rauskommt, also an diesen 20er Feldern. So, das war jetzt mal über ein Stack an Zinn. Auch noch ein bisschen Gold. Gold könnte sogar reichen. Ach, 8 Zinn, die werde ich jetzt brauchen. Ey, warum dass der immer meine Sachen wechselt, weiß ich nicht. Lass mal das mal rein, dass man. So, das erledigt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Strom. Ich brauche aber auch noch Wasserpipes.
Beziehungsweise ich schau mal schnell nach hinten. Hab ich denn noch Waterpipes? Da habe ich mir die gar nicht bauen müssen. Wir schauen mal ins Buch, vor allem, ob ich mir die bauen muss. So, ich habe hier einmal Stone Transport und Quarz Transport Pipe. Hier habe ich Kinesis Pipe. Okay. Die werden auf jeden Fall interessant. Vor allem die brauche ich auch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Wooden Pipe. Auch drei Wooden Pipe. Stone Pipes bin ich mir nicht sicher. Dass ich brauche. Dass ich welche brauche, ist mir klar. So, ich brauche einmal dich. Oh Mist. Vergessen. Brauche ich zweimal. So, dann können wir gleich mal wieder hinterrennen. Geht sowieso gerade der Mond auf. Der einzigste Vorteil hat von diesem Feldbau. So. Spawnen tut hier nicht mehr viel. Hier auf der Seite, ja, wo ich jetzt gerade hinschaue, da hinten am Arsch der Welt. Aber das kriege ich auch noch weg. Weil, wie gesagt, das Feld hier wird auch noch einigermaßen wachsen. Und wenn ich dann hier fertig bin, kann ich hier die Felder auch wieder rausziehen. Okay, so, dann heißt es nämlich jetzt, ich brauche auf jeden Fall nach oben eins und auf die Seite eins. Die Frage, wohin auf... Naja, doch, hier lieber auf. Limestone habe ich genug. Aufgeschüttet, dann kommt ja erstmal die Steam Engine hin. Dann die hier bepowern soll. Aber... Alter, das da kann ich jetzt schon mal abschlagen. Okay. So. Ja, da kann ich von hinten auch mit dem Strom kommen. Und jetzt heißt es für mich erstmal, ich muss eine Engine bauen. Also Piet, nee, Biogas, ja. Aber die wird dann sowieso woanders hingebaut. Ich stelle es mal dann in unser Zuhause. Das heißt, die Schmelze wird dann sogar wandern müssen, weil ich dann nach vorne eigentlich die... Ja, wobei ist eigentlich scheißegal, ob das im ersten oder im zweiten Zimmer ist. So, Hobbyist Steam Engine. Die will ich bauen. Das heißt, ich brauche jetzt schnell einen Pisten. Pisten ist ja hier arsch einfach. Das heißt, ich brauche jetzt... einen Stick, einen Cobblestone. Ich brauche schnell drei Holz. Ja, ich habe das ganze Holz wieder verbraten, ne? Ja, klar, super. Dort dich weg. Ich werde jetzt gleich zwei machen. So, Eisen habe ich auch da. Das heißt, dahin. 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 So, habe schon mal zwei Pisten. Brauche ich mal Goldnuggets. Oh, und dann brauche ich schnell die Tinkingits, die ich noch nicht habe. Beziehungsweise die, wo ich schon habe, aber noch nicht geholt. Das heißt, ab jetzt könnten wir eigentlich auch Bronze herstellen und auch mal die Sachen endlich updaten. Mache ich ja auch immer noch zu wenig. Ich brauche davon... Weiß ich nicht, reicht da vier?
Ich mache mir gleich zwei. Weil ich mir gar nicht mehr sicher war, ob ich zwei brauche. Und jetzt weiß ich's. So, und jetzt habe ich die Hobbys Steam Engine. Okay, dann halt zurück. Kann ich irgendwas irgendwie aufräumen? Das heißt, das, was da drin ist, muss da weg. Weg. So, Cobblestone Fluid Pipe. Cobblestones. Das heißt, ich brauche jetzt auf. Alle Fälle. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen noch einen Platz habe. Wenn nicht, kommt da der Piston rein, dann habe ich Platz. Das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall. Cobblestone Fluid Pipes. Und ich brauche auf jeden Fall hier auch. Ein Stück müssten hoffentlich reichen. Ich habe jetzt den Wrench nicht dabei, aber arbeitet mal mit dem Blick. Oh, das heißt, du kommst dahin. Jetzt oben drauf, dann kann ich dich da abschlagen. Runter, dann habe ich dich. Nein. Aber kein Problem. Noch weniger Problem. Okay, ich habe zwar ein bisschen mehr Cobblestone Fluid Pipes gebaut, aber ich brauche ja auch noch welche nach oben. Ich glaube, das muss aber reichen. So, das heißt, ab jetzt, der pumpt jetzt mehr Wasser dann raus und in die Hobbist Steam Engine hier rein. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe die Kohle noch nicht angepflanzt. sollte ich auch demnächst mal machen. Aber ich schätze mal, die Kohle werde ich wieder über ein ganzes Feld laufen lassen. Weil da werde ich massenweise davon brauchen, von dem Zeug. So, dann brauche ich noch einen Eimer Wasser. Was ich ja mittlerweile hier festgestellt habe, hier kriegen die Eimer Füße. Füße. Doch, die Eimer kriegen Füße. Warum? Hier sind schon zwei Eimer hier verschwunden. Aus Jux und Dollerei. Doch drin wurde aufgefressen. Getrost. Ja. So, das heißt, ich klicke jetzt mal hier rein. Dann habe ich das auf jeden Fall auch mit drin. Dann brauche ich auf jeden Fall noch das da. Oh, und jetzt brauche ich auf jeden Fall die Kinetic Pipes. So, und die ist an. Das heißt, ab jetzt fängt die an, auch Strom zu generieren. So, und das heißt, die pumpt jetzt nach oben, die pumpt nach drüben. Somit bekommt die jetzt mehr Wasser. Wie gesagt, das Problem, was ich jetzt halt habe, ich muss halt noch die Kohle nachschütten. Aber ist irgendwann auch kein Problem mehr, vor allem wenn ich dann irgendwann Kohleblöcke da rein knall.
Weil dann braucht er 3000 Jahre, bis die verarbeitet sind. Und die Kohle wächst ja dann schneller nach, vor allem wenn das System jetzt dann gleich läuft. So, das heißt jetzt aber, ich möchte noch auf jeden Fall eine Aufgabe erledigen. Die habe ich schon mal erledigt und ich habe Redstone bekommen. Cool. Und Quarzkinetis-Pipe. Das ist auch nett. Weil die, ja, etwas mehr RF transportieren als die Kabel. Aber die reichen mir erstmal. Räumen wir mal das ganze Graffiti hier weg. So, aber ich möchte jetzt. Aha, ich brauche jetzt Öl. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier an? Das will ich jetzt einfach nur schnell noch sehen, wie ich hier an Öl rankomme. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich Öl finde. Ich glaube aber ja. Ich glaube, es spawnt Öl auf dem Wasser. Also das heißt, ich muss dann auch auf dem Wasser mir Bohrinseln bauen und dann das Öl abtransportieren. Ich weiß nicht, ob es hier auch dann sozusagen eine Möglichkeit gibt, Öl besser zu verarbeiten. Ja, es gibt halt irgendwann die Ölbiene, ist klar. Aber die ist noch etwas weg. Okay, das können wir dann erstmal außen vor lassen. Oh. Oh, da gibt es Sachen. Auch Stone und Quartz Transport Pipes. Okay. Ja. Und zwar, ich glaube, das war in der aus der Abteilung hier. War, ich möchte Water You Want, den Water Tank von dem Mod hier bauen. Das ist mir erstmal scheißegal, welches Holz das ist. Das Holz werde ich dann brauchen. Das ist mir dann nicht so scheißegal. So, das heißt, ich muss das so aufbauen. Dann muss ich die so aufbauen. Ups. Dahin, dahin, muss ich einmal hier drücken. So, das heißt, ich habe hier schon mal schnell 12 Stück gebaut. Und bin eine Runde glücklich. Habe ich jetzt nämlich das auch für mich abgeschlossen. Diesen Zaun gebaut habe, das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Weil da, ja, muss man ganz schön suchen. Also ich habe ganz schön suchen müssen, bis ich die Rezepte dafür hatte. Und jetzt können wir noch mal schnell gucken. Aber normalerweise müsste es der einfach nur Steam produzieren. Beziehungsweise und dann halt daraus Strom generieren. Und das dann Richtung Pumpe bringen. So, das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal anfangen, uns den Wasserturm zu bauen, dass wir dann mit der Bewässerungsanlage fangen können. Dann gibt es für mich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.